Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen super leckeren Schokoladenkuchen und zwar ist der mit Tee gemacht. Und wenn ihr sehen wollt, wie das geht, dann bleibt dran. Der Kuchen ist total einfach und auch super schnell gemacht. Ich fange jetzt damit an, indem ich erstmal 3 Eier nehme. Und da rein kommt Zucker, und zwar 1,5 Tassen von dieser Tasse. Das ist eine Tasse, ein Glas mit 200 Milliliter Fassungsvermögen. Und das wird auch mein Maß heute sein. Und davon kommen 1,5 Tassen Zucker dazu. So. Ich habe hier ein Päckchen Vanillezucker, den tue ich auch schon gleich damit rein. Und das wird jetzt erstmal cremig gerührt. So, die Eier und der Zucker, das ist jetzt schön verrührt, ist eine schöne cremige Masse geworden. Dazu kommt jetzt eine Tasse, ein Glas, ich sage immer Tasse, aber weil es einen Henkel hat, Öl, Speiseöl. Ich habe Sonnenblumenöl benutzt, ihr könnt aber auch Rapsöl nehmen. Hauptsache es ist geruchsneutral. Und genau dieselbe Menge Tee. Ich habe hier einen lauwarmen Earl Grey Tee. Einmal kurz wieder mixen. Ganz kurz nur. Und jetzt siebe ich da die trockenen Sachen rein. Und zwar habe ich 2,5 Gläser Mehl. Und ein Backpulver. Und ein halbes Glas Kakao. Das wird jetzt auch alles nochmal gut durchgemixt. So, das war es auch schon. Der Kuchenteig ist fertig und der kann jetzt in eine Backform gegeben werden. Ich habe hier jetzt eine 22er Gugelhupfform. Ich habe die schon mit meinem Backtrennmittel eingepinselt. Ihr könnt natürlich auch Butter nehmen und dann ein bisschen Mehl drüber streuen. Und da kommt jetzt der Kuchenteig rein. So, der Kuchen kann jetzt in den Backofen. Den Backofen hatte ich schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Und da wird der Kuchen jetzt ca. 50 bis 60 Minuten lang backen. Im Anschluss sage ich euch noch die genaue Zeit. So, der Kuchen war jetzt genau 50 Minuten im Backofen. Ich gucke jetzt mal, ob der auch gut durchgegart ist. Ich mache einmal eine Stäbchenprobe. Wunderbar, es bleibt nichts kleben. Der Kuchen ist also durch. Ich lasse ihn jetzt einfach so 10 Minuten stehen in der Backform und dann werde ich ihn erst stürzen. Hat 10 Minuten in der Backform geruht und dann habe ich ihn gestürzt. Der ist auch wunderbar rausgekommen und jetzt lasse ich ihn noch ein bisschen auf dem Kuchenrost auskühlen und später verziere ich ihn dann mit ein bisschen Puderzucker.
ist wirklich total lecker und fluffig und weich geworden. Ihr seht ja auch, wie leicht das Messer da reingleitet. Also ganz toll, ganz weich, hat eine ganz tolle Konsistenz. Ich kann diesen Kuchen nur empfehlen. Er ist super leicht gemacht und schmeckt wirklich ganz toll und ist total saftig. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr immer sofort Info bekommt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.